Ja, ich bin Nora und ich bin die Malsaalleiterin am Theater Ruderstadt und gelernte Theatermalerin. Also da gibt es zwei Wege. Zum einen gibt es den Weg über die Ausbildung, halt, dass man an einem Theater dann halt bei einem anderen Theatermaler in die Ausbildung geht und 3 Jahre lang halt die Ausbildung zum Bühnenmaler macht. Und zum anderen gibt es den Weg über das Diplom. Das kann man nur in Dresden machen, an der Hochschule für Bildende Künste. Ja, und da kann man dann 4 Jahre lang Theatermaler werden und dann hat man ein Diplom für Theatermalerei. Genau, und so habe ich das gemacht. Im gewissen Zeitraum vor dem Stück kommen wir zusammen in einer Werkstattübergabe und man setzt sich dann zusammen und bespricht, was das Stück für einen Umfang hat, was der Bühnenbildner sich vorstellt. Er bringt dann ein Modell mit und Zeichnungen und dann muss man sich hinsetzen, Proben machen, Materialien raussuchen, Farben raussuchen. Genau, und irgendwann fängt man dann an und dann kommen die immer mal wieder vorbei, schauen, was man so macht, schlagen noch Änderungen vor oder sagen, das ist gut so. Genau, so in der Art. Ja, das ist seit langem mal wieder was, wo ich richtig Arbeit habe, weil das ist jetzt natürlich eine naturalistische Planetensituation. Ich kann jetzt hier richtig schön mit Spritztechnik arbeiten und es muss halt auch so naturalistisch wie möglich werden. Es ist viel, viel diesmal. Eine aufwendige Vorbühne, ein großer Rundprospekt, noch eine Erdkugel auf dem Boden. Also es ist auf jeden Fall viel zu tun. Es kommt halt wirklich immer darauf an, wie hoch der Arbeitsaufwand ist. Manche Stücke hat man in 2 Wochen durch. Und ich meine, jetzt zum Beispiel wie bei Kafka, das war eher Arbeit halt für die Tischlergewerke, die diese ganzen Wagen bauen mussten. Aber für so eine Produktion hier sind es dann schon auch gerne mal 8 Wochen, 9 Wochen mit Ausbesserungen und Änderungen, dann 12 Wochen, kann alles sein.